So, herzlich willkommen zurück zu Part 4 unseres Half-Life 1 Episode, Half-Life 2 Episode 1 Let's Plays. So many numbers. So. Ah, ich sehe direkt, wo es weitergeht, weil, warum auch nicht? Hier oben haben wir nämlich einen Stecker, der lustig grün leuchtet. Und jetzt ist er raus. Und jetzt zauern die Energiebarriere auf. Sehr schön. Theoretisch habe ich jetzt auch Settings geändert, dass Leichen länger liegen bleiben. Ob das funktioniert hat, werden wir sofort sehen. Und offensichtlich bleiben die Leichen liegen. Moment, ich muss mal kurz eben so ein bisschen leiser machen, damit ich morgen noch was höre. Aber die Leichen bleiben liegen, verschwinden nicht direkt. Ich fand das sehr irritierend. So. Unsichtbar werdende Leichen, das ist doch. Nee. Der steht auch wie angewurzelt. Naja. Leben brauchen wir jetzt nicht so dringend, aber bisschen Munition ist immer gut, ne? So. Nee, das ist der ist freundlich. Der war auch mal freundlich. Ich habe voll daneben geschossen und trotzdem getroffen. Aber so ist es halt. So, warum stehst du hier so rum? Also Alex ist nach wie vor unsterblich und um den Rest kümmern wir uns später. Kann das aufmachen? Oh. Weg der Alex. Gut, da geht's auch nicht weiter. Oh, ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Nice. Also ich weiß auch nicht, wie viele Gegner bei Half-Life 2 standardmäßig stehen geblieben sind. Bei mir habe ich, glaube ich, 50 oder so eingestellt. 50 Leichen dürfen hier liegen bleiben. Keine Ahnung, ob das zu viel ist, aber besser als wenn die direkt faden, weil das ist einfach irgendwie. Nee, das irritiert, wie gesagt. Hey, over here! Schrei mir doch nicht so an, hier. Ja, komm! Hä? What are you still doing here? Oh, okay. Everyone should clear out of the city. The Combine's not making it easy. We're trying to get enough people together to force our way through to the train station. People are meeting up in a safe house nearby. Can you take us there? You bet. Let's go. This way. Ja, das habe ich mir gedacht. Zack, zack. Hier liegt meine Energie rum, so schick. Wunderbar, so. Hey, it's me. Open the door. What's the password? Peter. I'm not even gonna tell you to shut up. Come on in. Previously, certain protein chains important to the process of embryonic development were selectively prevented from forming. This is das gleiche. For those so inclined, now would be an excellent time for procreation. Wieder hier Lambda caches. Is Dr. Kleiner really telling everyone to get busy? We must make the most of the time we have, as it is by no means certain how much time we have secured ourselves before the Combine attempt to restore their dominion, as they certainly shall. Since this is, in fact, the first opportunity we have had to speak openly of the baleful influence of the Combine, people get busy. There is much ground to cover. And in fact, I hope to institute a series of useful bulletins in the days ahead. However, for now we will have to content ourselves with some relatively meager exposition. Naja, jetzt ziehen wir wieder los, ja? Geht busy, kommen wir nachher zu, ne? So. Let's find another way. Nee, ich möchte jetzt hier durch. Das war ja klar. Oh.
immer noch keine Crowbar. Kann doch nicht wahr sein. In addition to the completely xenotheric species, there are many modified post-human allies still remaining on Earth. Na, guck mal, ich kann die da wieder besuchen, komm. Nee, kann ich nicht, hä? Ich glaube, ich kaufe jetzt hier wieder runter. Ich hab dir doch mit zwei Läufen direkt in den Kopf gehämmert und du lebst trotzdem noch. Gordon, Alex, Bunny. I don't believe it. How the hell did you get out of the Citadel? We're not exactly sure. All I know is the Vortigaunts had something to do with it. But what about you, Barney? I'm doing okay, just going crazy trying to. Found us. Hell, Gordon, were you followed again? We stole some information from the Citadel on our way out. I don't know what it is yet, but it's important enough that they've been hounding us the whole way here. Well, that puts the pressure on. Look, we gotta get moving. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Yeah, well, we've been planning to make a push on the train station. Now it looks like we're gonna have to cut a path through every chicken shit Metro cop who's having second thoughts about defending City 17. If Gordon and I took a separate route, we could draw the Combine away from you. That'd give you a chance to get the trains filled up before we get there. Really? Well, if you say so. Now, come here, look over here. Wieso trifft Alex eigentlich immer die lebensbedrohlichen Entscheidungen für mich? This bridge over the rooftops is a safe path to the station. You two head that way. I'll hit the streets and round up everyone who's been waiting. We'll meet you there. Sounds good. Let's go. Hey, Gordon, before you go. I was getting tired of carrying this around. Listen, I don't have many more of these, so try not to lose this one, okay? It's spoiled. Go on across, Gordon. She's waiting for you. You lucky dog, you. See you at the station. It's a gunship. Get back. Ich hab ne Crowbar. Shooting. Ich bin Crowbarring. Oh, hi. Lauf. What is it? Du stehst im Weg. Blöde Frage. Mich in meine Hunde stürzen und im Weg stehen. Oh. Cool, Besuch. Oh. Was? Für Schweine. Ich werde nur ungern nebenbei von so einem Gunship beschossen. Ja, komm. Fresse halten. Nein. Ach ja, so. Oh, ein Ladescreen, wie schön. Die Tür hat eine Türklinke. Ich habe die Hoffnung, sie öffnen zu können. Hoffnung enttäuscht. Oh. Storage, das klingt nach Medical Supplies. Oh oh. Muni, Pfeile, alles klar, nehme ich. Nein. Vorschlagen, Alex, du. Ach ne, du bist hier sterblich, na gut. Ups, das war. Deswegen schickt die mich wahrscheinlich auch in allen Scheiß drin, weil ich kann laden, sie ist unsterblich. Das ist
weiß sie wahrscheinlich mittlerweile. Aua. Für das Gunship. Warum ist hier nichts drin? Und ich riskiere mein Leben hier reinzukommen. Hier ist auch nichts. Ja, Automaten sind auch leer. Mann, Mann, Mann. Crowbar, Crowbar, Crowbar. Da ist Speichern. Ach, das ist ein Freund. Das war ein Freund. Und da sind ganz viele Raketis. Raketis? Ich habe gerade tatsächlich Raketis gesagt. Raketen leer. Ganz viel Leben. Ach, ich muss jetzt immer wieder hoch, wenn wir Raketen sammeln. Ah. Du leuchtest ja so blau, na gut. Aua. Da sind Raketen. Gunship, 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 Gunship. Da. Ja. Ja, mach mal auf. Das wehrt sich nicht bei mir ordentlich. Kann ich ein bisschen mehr Schaden machen in den Erinnerungen, aber gut. Natürlich fliegst du hier rein, das ist gar nicht geskriptet. Jesus, Gordon, you're a real terror. Großes Viech. Maybe you should whack it with the crowbar just in case. Geil, oder? Kann man oben irgendwas aufschlagen? Ich möchte jetzt ja irgendwie gucken, ob da noch irgendein Easter Egg ist, aber... Es sieht sehr organisch aus, es klingt aber überhaupt nicht organisch. Hm. Wo geht's jetzt weiter, Alex? Sag mal. Oh Gott, not again. Ich habe eine Überraschung für euch. Oh Gott, not again. Njak, njak, njak. So, eben neue Raketen mitnehmen. Man weiß ja nie, wann die Commands wieder sich Feuer ankündigen. Mine auslösen. Wunderbar. Mir Get Back erzählen, aber selber eben reinlaufen, ne? Das ist gut. So. So much for medical supplies. I found a shotgun. Ja, Shotgun ist doch auch irgendwo ein Medical Supply. Ich meine, wenn jemand vor dir steht und hat, er hat eine Shotgun, wie überlebst du länger? Mit einem Medikit oder mit einer Shotgun? Also irgendwo macht das doch Sinn. Ach. Sie hat jetzt eine Shotgun. Ah, das ist lustig. I like. I'm reloading. Oh, sie kann sogar mit ihrer Shotgun zuschlagen. Ich kann das nicht. Dafür habe ich aber eine Crowbar. Das hat sie nicht. Ah, da, da, da. Ah, da ist sonst nichts mehr. Hier kommt wieder Musik, was ja meistens nicht so gutes Zeichen ist. Auch wenn es sich gar nicht schlecht anhört und bislang nicht sonderlich problematisch aussieht. Phil hatte in seinem Half-Life 1 Video noch gesagt, dass ich bei mir im Half-Life 1 Video die Leichen zerflettern konnte. Und bei ihm werden sie nur unsichtbar. In Half-Life 2 funktioniert das übrigens nicht. So, dir fehlt ein bisschen von deinem Schädel. Aber gut. Halt!
Die kann auch Catgrips zertreten und mit ihrer Stuttgart zuschlagen. Und wieso kann ich das alle nicht? Das ist doch klasse. Ich will das auch können. Oh ja, das muss ich auch noch schaffen. Oh ja, komm. Hallo, komm rein. Eine Schiefel ist noch, dass ich die mit einem eigenen Schuss mit der Energiewaffe hier dem Ding mit dem Alternativschuss töte, mit dem selbst abgefeuerten. Ich weiß nicht, ob ich die noch fangen kann hiermit, aber ich würde das gerne gleich noch probieren, wenn mich hier der Typ anschießen will. Hallo. Wenn ich rechte Maus das auch ungefähr euch beide mache, dürft ihr beide sterben. Die großen will ich gar nicht crowbarn, die brauchen so viele Schläge. Andererseits will ich crowbarn. Hm. Oh. Vorsicht, Alex. Ah ja. Ups. Okay, hier geht's offensichtlich weiter. Nein, wir müssen erst mal gucken, ob's... Ach nee, hier waren wir schon hinten dran, ne? Könnt noch Türen öffnen. Siehst du doch. Siehst du wohl. Ah, nur Schockmoni. Aber immerhin, siehst du wohl. Siehst du. Mach nochmal. Nein. Ja, wenn ich hingucke, du Depp. Und nein. Ach, egal. Kommen bestimmt noch genug davon auf uns zu. Hier liegt ein Monitor im Weg. Ich mach mal Platz. So, komm mit Alex. Wir gehen runter. Au. Oh, was war das denn? Zombies. Oh no! Gordon! Are you okay? Hi. Mir geht's super. Oh Gott, more Zombies! Das ist schön. Was hast du gesagt? Ja, wir treffen uns woanders. Tschüss! Ah! Aus. So. Laufen wir mal hier lang und gucken mal, wo es hingeht. Da ist ein Exit-Schild und die Tür tut nicht. Das hätte man sich ja denken können. Ein Barrel, okay. Lag hier gerade Energie? Nee. Ich hab wieder Halluzinizis. Oh. Kann ich den wieder ausmachen? Ja, kann ich. Okay. Dann werden wir sicherlich... Genau. Dann brauchen wir das fast sicherlich, damit die... Was ist denn mein Fass los? Au! So. Jetzt kriege ich auch mein Fass hier, oder? Ich will nicht eure... Fass, herkomm. Wir müssen mit dem... Fast sicherlich irgendwann, wenn wir es denn irgendwann mal geschafft haben. Ich meine, fast los. Kann man hier das hier drunter legen, dass das nicht immer unter Wasser kippt. Weil wenn das unter Wasser kippt und das Wasser ist unter Strom, dann tut uns das weh. Da macht's bzzzt. Und dann nichts mehr Licht. Warum? Aber jetzt müssen wir nicht rüberspringen können. Ich speichere vorher nochmal. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Ach, darüber.
Dann muss ich den Sprung nochmal machen. Aua. So. Oh, fuck. Ach ja, ich weiß, warum ich speichere. So, den Sprung kriegen wir noch hin. Und, ja, die haben... Die sind ein bisschen hinterfotziger, die schmeißen ihre Zungen erst runter, kurz bevor man da hinkommt, scheinbar. Das war vorher einfacher. So. Warum geht die Tür eigentlich wieder zu, wenn man den Strom ausmacht? Ich meine... Hätte ich auch den Strom kurz wieder ausmachen können. Die Tür bleibt auf oder so. Alex versorgt mich weiterhin mit Frischzombies. Sorry about leaving you alone down there, Gordon. Wo bist du jetzt her? Du hattest ja auch deinen Spaß, ja? Nein. Oh, guck mal. Kann die Dinger. Nein. Blood toxin level detected. Bodenmaterial. Als Asbest hier oder was? Da hinten ist noch so ein Viech. Moment, wir haben noch was Effektives. Naja. BTF. Hallo, lässt der Alex in Ruhe? Ich gebe keinen Anzug an. Also. Habe ich die gegen das Glas geworfen oder was? Geschossen. Man kann natürlich auch. Ich komme noch immer nur so halb auf den Bodenmaterial. Schießen. Ah, da hinten. Nur das hintere Stück. Oh oh. Lustig aus. Warum macht es das? Und wo kommen jetzt plötzlich die ganzen Zombies her? Aber irgendwo ein Nest haben die doch. Bauen die Nester? Jetzt bauen sie Nester. So. Schwarzer Schimmel. Krankenhaus. Klingt gut. Okay, hier geht's weiter. Alles klar. What kind of hospital is this? Komm, ein Hospital. Ist doch professionell ausgestattet. Sieht doch gut aus. Was ein Timing. So, lass mich mit dem Ding vor. Da steht bestimmt wieder so ein. Nein, steht da nicht. Das war daneben. Vielleicht irgendwie so eine Tür davor halte. Oh oh. Auch meine Tür. Alter. Nein. Oh, der hatte irgendwie Blutdekels vorm Gesicht. Sah auch gut aus.
Also Explosionen scheinen die Viecher nicht so sonderlich zu schocken. Aber das hatten wir ja schon mal. Eigentlich wollen die viel besser umcrowbaren. Und die stehen da hinten auch hinter einem Gitter irgendwie hinter. Ja, weg mit den Dingern. Naja, komm weg. Ich habe die Frage, wie wir die da rauskriegen. Oh, guck mal. Da ist wieder ein Stecker. Dass die auch immer so praktisch in Reichweite gelegt werden. Oh, sind doch umgekippt hinten. Oh, nicht schlecht. Aber die entsorgen wir nochmal fix. Ne, da kommt gleich bestimmt irgendwas. Ne, wahrscheinlich nicht, aber. Arsenal oder was ist das? Du hast ja doch dein Zauberding am Gürtel. Mach das mal auf. Hm. Keine Nachrichten, kein gar nichts. Einfach weitergehen. Na gut. Na, immerhin Ladescreen, das ist ja schon mal etwas. So. At any rate, the train station. First, as a matter of great urgency, if you find... Oh boy, they're onto us. Better find Barney and get moving. Oh boy, klingt, trifft's ganz gut. Diese Viecher. So. Da jetzt aber wieder ein komplett neuer Abschnitt kommt und wir bereits gut 27 Minuten gedreht haben, sag ich mal, werden wir uns den nächsten Abschnitt im morgigen Part ansehen. Das wird dann Part 5 sein, das hier war Part 4. Ich bedanke mich für das Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.